Eingeschneite Autos, Gehwege und Straßen, ein Aussetzen des öffentlichen Nahverkehrs und der Müllabfuhr, Glätte und Eis, welche jeden Tritt als Rutschpartie gestalten. Der tiefe Wintereinbruch kam für viele unerwartet. Worauf man bei dieser ungewohnten Situation achten sollte, erklärt Schönebecks Oberbürgermeister Bert Knoblauch. Natürlich fordere ich jeden auf, dem Wetter angepasst, der Situation angepasst, auf sich selber Acht zu geben. Momentan, denke ich, sind die Hauptschneefallzeiten vorbei. Das heißt, wir haben jetzt relativ geräumte Verhältnisse, aber ich muss mit meinem Fahrzeug natürlich aufpassen. Ich muss, wenn ich zu Fuß unterwegs bin, aufpassen. Wir haben Winter, wir haben auch Schnee liegen. Es gibt glatte Gefahren fürs Fahrzeug, für mich persönlich. Also achten Sie auf sich, achten Sie auf Ihr Fahrzeug. Und wenn möglich Wege zu vermeiden sind, sollte man es natürlich tun. Oder wenn Sie für jemanden aus Ihrer Nachbarschaft einen Weg mit besorgen können. Auch das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen und gelebte Solidarität hier bei uns. Vor allem für Grundstückseigentümer gibt es Genaueres zu beachten, um so zur allgemeinen Sicherheit beizutragen. Wie sich die Eigentümer mit ihren Grundstücken zu verhalten haben, das ergibt sich bei uns aus der Gefahrenabwehrverordnung. Da ist drin geregelt, wie man bei Schneefall oder eben auch mit anderen Verunreinigungen auf der Straße, Laub und Ähnlichem umgehen muss. Das heißt, ich muss meinen Fußweg vor der Tür räumen. Natürlich ist auch jeder angehalten zu gucken, wenn Gefahren von seinem Haus, von seinem Grundstück ausgehen, wie überhängende Schneelasten auf dem Dach oder möglicherweise demnächst auch Eiszapfen, die da runterkommen können, möglichst für Sicherheit zu sorgen, dass keine Passanten dort entsprechend gefährdet werden. So, denke ich, ist jeder entsprechend gehalten, vor seinem Haus seiner Schneeräumpflicht nachzukommen, dass ein ordentliches Passieren der Bürgersteige gewährleistet ist. Schon seit Jahren gab es nicht mehr so viel Schnee in der Elbstadt. Selbst Oberbürgermeister Knoblauch könne sich nicht erinnern, dass es während seiner Amtszeit bereits so viel Schnee gegeben hätte. Auch trotz dieser Tatsache ist die Stadt bestens vorbereitet gewesen. Kann ich mich tatsächlich nicht erinnern. Also wir hatten die letzten Jahre nicht so erhebliche Wintereinbrüche, wie wir es jetzt zum aktuellen Zeitpunkt haben. Das hat natürlich auch den Stadtrat vor 2 Jahren dazu bewogen zu sagen, Winter findet nicht mehr statt, so viel Geld für den Winterdienst brauchen wir nicht mehr. Wie wir sehen, kann er doch immer wieder auftreten, aber der Bauhof ist dort entsprechend auch vorbereitet und wir sind froh, den Bauhof und seine Mitarbeiter zu haben, die ja mit vollem Einsatz unseren Aufgaben nachkommen und bereitstehen. Seit Sonntag früh 5 Uhr sind die Mitarbeiter fast rund um die Uhr im Einsatz und räumen. Ich weiß, es kommt dort immer auch zu Auffälligkeiten und zu Meinungen, dass nicht genügend geräumt wird, aber wir hatten natürlich auch seit Sonntag einen erheblichen Schneefall, Schneeverwehungen permanent rund um die Uhr. Die Mitarbeiter des Bauhofes sind mit im Rahmen der Möglichkeiten, Technik und auch Personal bemüht, das in den Griff zu kriegen. Wir haben unsere Hauptrouten, die wir abfahren, um die Hauptverkehrsströme entsprechend hier abzusichern. Die Gehwege, da wo wir zuständig sind, abzusichern. Krankenhäuser werden freigehalten, Feuerwehren werden freigehalten und beräumt. Das hat erstmal Priorität. Momentan ist der Bauhof dabei, mit den Mitarbeitern auch Parkflächen, Nebenstraßen zu beräumen. Dort haben wir die Schwierigkeiten, dass wir den Schnee nicht einfach an die Seite packen können, da wo kein Platz ist, sondern wir müssen tatsächlich eben auch Schnee mit Bagger oder manuellen Einsatz abfahren, um ihn dort auch wegzubekommen. Das heißt, Stück für Stück, auch Parkflächen und Nebenstraßen werden jetzt, nachdem der Schneefall nicht mehr ganz so massiv ist, auch mit in Angriff genommen, die Bushaltestellen werden freigeräumt, dass dann auch ein entsprechender, uneingeschränkter Betrieb dort möglich ist. Momentan sind sämtliche Mitarbeiter mit dem Winterdienst beschäftigt und auch alle Fahrzeuge dafür, die notwendig sind, im Einsatz. Das sind eben nicht nur Schnee- und Räumfahrzeuge und Streufahrzeuge, sondern auch LKWs, Bagger, die hier mit im Einsatz sind, sodass wir also möglichst versuchen, überall die Schneelasten hier in den Griff zu bekommen. Auch in den kommenden Jahren ist der städtische Bauhof bestens gerüstet, vor allem in Bezug auf ähnlich intensive Wintereinbrüche. Aus meiner persönlichen Einschätzung denke ich, ja, der Bauhof bereitet sich in jedem Jahr vor, weil auch in jedem Jahr im Winter so ein Szenario stattfinden kann. Wir sind dort entsprechend mit Maschinen, mit Geräten, mit Streusalz und natürlich auch mit den Mitarbeitern so flexibel und vorbereitet, dass wir solchen Situationen begegnen können.
Es geht halt nur nicht immer alles gleich auf einmal. Glücklicherweise gab es neben den verschneiten Straßen keine weiteren besonderen Anlässe zum Agieren der Stadt. Der örtliche Busverkehr wurde zwischenzeitlich durch den Salzlandkreis eingestellt. Auch die Müllabfuhr war teilweise eingeschränkt. Diese Probleme konnten jedoch bisher wieder gelöst werden. Die Stadt selbst habe auch Dachflächen im Blick, bei denen durch die Schneelast statische Probleme auftreten können. Bert Knoblauch ist sich der besonderen Situation aller Bürger bewusst und bittet daher um Gelassenheit. Natürlich ist so ein Wintereinbruch auch immer eine Besonderheit und deswegen bitte ich auch alle Bürgerinnen und Bürger, da ein Stück Gelassenheit an den Tag zu legen, mit der besonderen Situation umzugehen. Sie ist besonders, aber ich denke nicht so, dass das Leben hier im Chaos endet. Und Stück für Stück kriegen wir auch die Nebenanlagen, die vielleicht noch nicht geräumt sind, auch ganz gut hin.